Ausreichend, um die Toten zu erwecken. Wir suchen nach Skeletten in Hogsmeade. Mal schauen, ob sie da tatsächlich aufgetaucht sind, weil, wie ich schon in der letzten Folge sagte, sie sind in Godric's Hollow losgelaufen. Warum soll ich jetzt davon ausgehen, dass sie sofort in Hogsmeade sind? Ist inzwischen Godric's Hollow und Hogsmeade nichts anderes? Da müssten doch noch Orte dazwischen sein. Naja. Ah, hi, Ismaelda. Wollen wir mal gucken, ob wir die Skelette finden? Gibt's schon eine Spur von den Skeletten, Ismaelda? Bis jetzt noch nicht. Auch Ben und Tongs haben sich noch nie entdeckt. Vielleicht ist mein überstürzter Piatotum Locomota ja nicht länger wirksam. Und die Skelette sind zu einem Haufen Knochen zusammengefallen. Das könnte schon sein, aber wir müssen dennoch weitersuchen, bis wir uns sicher sein können. Ja, auch eine schöne Perspektive hier mal auf Hogsmeade. Hogsmeade ist ziemlich unheimlich, wenn es hier so leer ist. Ich meinte gerade noch, es ist schön, aber meinetwegen, dann ist es halt unheimlich. Das heißt ja auch, dass die Skelette nicht hier sind. Wir sollten wohl lieber woanders weitersuchen. Oh. Was war das für ein Geräusch? Es kam aus dieser Richtung. Zauberstäbe hoch, nur für alle Fälle. Das ist natürlich ein Riesenzufall, dass Skelette genau dann da auftauchen, wo wir sind. Und da sind immer mehr als geplant. Ismael da? Das sind eindeutig mehr als zwei Skelette. Ich habe die Anzahl an versehentlich verzauberten Skeletten wohl unterschätzt. Ja. Wir sind umzingelt. Wir können sie nicht alle aufhalten. Lass uns einen Fluchtplan schmieden, aber schnell. Ach, wieso sind denn... Dauert das denn schon wieder so lange? Wir müssen irgendwo anders hin. Sie rücken weiter vor. Ich habe wohl aus Versehen eine ganze Armee an Skeletten verflucht. Wir könnten versuchen, die Stellung zu halten, aber sie sind in der Überzahl. Ich habe diese Skelette zu angriffslustig gemacht. Uns bleiben nicht gerade viele Möglichkeiten. Wenn wir nicht sofort verschwinden, werden sie uns schnappen. Sie rücken weiter vor. Oh, der Weg zu Dominic Maestros ist frei. Das ist vielleicht unser einziger Fluchtweg. Vielleicht finden wir ja einen Weg in Dominic Maestros rein. Vielleicht kommen wir in Dominic Maestros rein. Dominic Maestros ist wahrscheinlich verschlossen. Wir müssen uns gewaltsam Zutritt verschaffen. Dominic Maestros ist der einzige Ort, der uns noch bleibt. Der Weg zu Dominic Maestros ist frei. Warum hast du mir nicht gesagt, dass es mehr als zwei sind? Wie viele Skelette hast du eigentlich verzaubert? Okay. Kommen wir jetzt in Dominic Maestros rein. Ich meine, dieses Geschäft. Hier, seitdem wir nach Hogsmeade können, also seit der dritten Klasse, und wir waren noch nicht ein einziges Mal da drin. Aber es ist unsere einzige Möglichkeit. Dominic Maestros. Wir können dort drin in Deckung gehen und uns dann überlegen, wie es weitergeht. Wahrscheinlich ist die Tür versperrt. Wir müssen irgendwie hineinkommen. Wir könnten Alohomora einsetzen. Mhm. Hervorragend. Setz ihn schnell ein, damit wir hineinkommen. Okay, Alohomora. Ja, Alohomora, habe ich schon gesagt. Das hier ist also Dominic Maestros. Und das Spiel stürzt nicht mal ab, wenn wir reinrennen. Das war wirklich knapp. Eine Sekunde länger und die Skelette hätten uns wie einen Snack verputzt. Anscheinend haben sie nicht gesehen, wie wir hier reingestürzt sind. Wenn doch, dann hält sie diese Tür auf jeden Fall in Schach. Zumindest eine kurze Weile lang. Oh, ich bin noch nie in Dominic Maestros gewesen. Sieh dich doch mal um. Wer hätte vor, was weiß ich, wann wir das dritte Jahr gestartet haben, gedacht, dass man die Halloween-Quest Johnny der Kürbis und Johnny der Kürbis kehrt zurückspielen müssen, um ein Musikgeschäft freizuschalten. Unter anderen Umständen könnten wir hier wohl jede Menge Spaß haben. Wir hätten auch einen hässlichen Ort erwischen können, um unseren Untergang zu erleben, schätze ich. Niemand ist hier irgendwelchen Untergängen geweiht.
Seid ihr aber da mal nicht so sicher? Das mag ein schöner Ort sein, aber gleichzeitig ist es das schlechteste Versteck, das wir erwischen konnten. Mhm. Überall sind Instrumente. Mhm. Eine falsche Bewegung und der Krach gibt den Skeletten unseren Standort preis. Da müssen wir eben so lange stillhalten, bis sie weitergezogen sind. Och, geht's direkt weiter? Du wirst nicht glauben, was sich in Dominic Maestros abspielt. Langsam verkrampfen sich meine Beine. Quack. Juhu. Ist das hier ein Instrumentenladen oder ein Tierhandel? Nichts tun ist momentan das Beste, was wir tun können. Wie oft ist das schon der Fall? Na, es hat viel zu viele Instrumente in meinem Laden, wenn du mich fragst. Dieses Instrument macht keinen stabilen Eindruck, das darf nicht umfallen, das wird laut. Ich sehe, dass sich die Skelette vor dem Fenster versammelt haben. Ich wusste gar nicht, dass nichts tun so schwierig sein kann. Wenn wir einfach nur stillhalten, haben wir das alles bald überstanden. Wenn wir mucksmäuschen still sind, ziehen die Skelette sicher weiter. Sei still, du Eule! Ich fange schon an zu wackeln, vielleicht soll ich den Mobulus auf mich zaubern. Ich verliere schon mein Gleichgewicht. Quack! Niesen wäre gerade nicht sonderlich angebracht. Die beste Tätigkeit ist das Untätigsein. Juhu! Oh nein! Nein, Ismail, was machst du denn? Entschuldige bitte, Cody. Mhm. Vielleicht haben sie mich ja nicht gehört. Naja, das sieht anders aus. Das haben sie auf jeden Fall gehört. Mhm. Cody, wir sitzen in der Falle. Das ist alles meine Schuld. Ich spare dir deine Entschuldigung für später. Wir müssen versuchen, die Skelette aufzuhalten. Kennst du einen Zauber, der gegen Skelette wirkt? Ridiculous nicht. Hector Sempra, was machen die Piski nochmal? Dann Recto Sempra, weil Ismella das sowieso wollte. Recto Sempra ist ein Angriffsfluch und Tongs war der Meinung, dass er gegen Skelette ganz besonders gut wirken würde. Hervorragend, dann lass uns die Skelette so schnell wie möglich erledigen. Nein, nein, ich schaff's nicht, die Skelette bringen mich um. Ah, nein! Ich hab's geschafft. Wenn ihr nochmal Glück habt, also hoffe ich zumindest. Weiß ja noch nicht, ob Recto Sempra jetzt auch wirkt. Ah, sieht ganz gut aus. Ja, sieht gut aus. Es funktioniert, aber wir haben nicht einmal eine Bresche geschlagen. Es sind einfach zu viele. Wir dürfen trotzdem nicht aufgeben. Moment mal, sieh nur. Ja, das ist Johnny, der Kürbis. Hm? Ist das etwa wirklich Johnny, der Kürbis? Naja, folgt dem Rattenfänger von Johnny, dann, ja, die Skelette gehen fort. Hm? Was war denn das? Hm. Sie sind alle fort. Es ist nichts mehr von ihnen zu sehen. Bei den Skeletten konnte ich nicht genau erkennen, wer uns gerettet hat. Ich glaube, dass es Johnny der Kürbis war. Ich wusste ja, dass es ihn wirklich gibt. Ich hatte dir doch gesagt, dass ich ihn heraufbeschworen habe. Ich frage mich, wo die Skelette jetzt wohl hingehen. Wir können sie ja gleich verfolgen. Lass mich nur vor kurz zu Atem kommen. Wenn das vorhin wirklich Johnny der Kürbis war, führte sie wahrscheinlich zu dem Ort, an dem er lebt. Weißt du noch, wo Johnny der Kürbis zu Hause ist? Verbotener Wald? Dem Meer je nach lebt Johnny der Kürbis im verbotenen Wald. Genau, ich wusste, dass du für den Verein für die Wertschätzung von Johnny dem Kürbis eine gewaltige Bereicherung sein würdest. Es lohnt sich also zuerst im verbotenen Wald nachzusehen. Nichts wie los! Ich erhole mich noch von unserer letzten Auseinandersetzung mit den Skeletten. Wir können uns aber bald treffen. Werden wir Johnny den Kürbis im verbotenen Wald finden? Und warum zieht die Smiley ihren Schal nicht wieder an? Ich habe ihn doch wiedergefunden. Oh, eine Skelettversammlung. Hier sind sie. Doch wo ist Johnny, der Kürbis? Hat das Skelett da Vampirzähne? Johnny der Kürbis hat sie in den verbotenen Wald geführt. Sie haben uns noch nicht gesehen. Das ist unsere Chance, die Sache ein für alle Mal zu beenden. Ich werde die Angriffszauber einsetzen, die ich mit Professor Flitwick geübt habe. Du hast recht. Andererseits, vielleicht könnte ich ja doch noch einmal versuchen, sie unter meine Kontrolle zu bringen. Ismelda? Ja, ich weiß, du hast gesagt, dass meine Macht hier andere Menschen in Gefahr bringt. Na schön, es war sowieso nur ein Scherz.
In Ordnung, dann lass uns jetzt schnellstens dieses Skelett erledigen, bevor sie uns sehen. Und zwar in 8 Stunden, das war so klar. Auf Nimmerwiedersehen, ihr Skelette. Weiter so, Cody. Wir schaffen das, ich melde. Zum Glück kann man dieses Skelett direkt einfach zum Auseinanderfallen bringen. Aber es ist noch keiner auseinandergefallen. Immobulus! Immobulus, Rictus Empra! Ich schaff das schon, Cody. Kümmere dich lieber um dich. Es funktioniert schon mal, die fahren tatsächlich um. Und der jetzt? Da, der auch! Und jetzt der? Immobulus! Wie, Cody? Und der fällt! Ja, er fällt, ja. In hoher Zahl sind diese Skelette eine noch viel größere Bedrohung. In hoher Zahl sind diese Skelette eine noch viel größere Bedrohung. So, fällst du ab um? Fall um. Fall um. Er ist umgefallen mit Flipendo. Flipendo. Pass auf. Nimm dies. Victor Sempra. Und fällt er. Ja, wieder einer umgefallen. Okay, das macht Spaß, dass die Dinger tatsächlich umfallen. Und da hat er auch. Und jetzt der hier, Flipendo. Und? Nicht nur Cody. Ja, der ist auch umgefallen. Und der. Ich schaff das schon, Cody. Kümmere dich lieber um dich. Und jetzt der. Oh, hier sind. Okay, das macht echt Spaß, dass sie umfallen. Dafür kaufe ich mir sogar Energiepunkte. Nee, Energiepunkte, keine Edelsteine. Da, los, die gönne ich mir jetzt mal. Das macht Spaß, das will ich jetzt fertig machen. Und tschüss, fall um. Haha. Da war mal der schon umgefallen. Die Tat muss ich noch anklicken. Oh nee, jetzt kommt er auf uns zu. Pass auf. Jetzt steht nur noch einer da. Was passiert mit dem hier? Mir leid, dass es nicht funktioniert hat, liebes Skelett. Ich muss auf den drücken. Wir schaffen das, ich melde. Zum Glück kann man dieses Skelett direkt einfach zum Auseinanderfallen bringen. Es funktioniert! Aber der lässt ihn nicht anklicken, da drüben. Ja, das machen die Leute mit Absicht. Dass er hier keine Umrandung bekommt. Los schon. Wir schauen, dass ich es melde. Da ist noch länger, ganz zum Schluss. Komm schon. Ach, Mist! Nicht genug Energiepunkte, da muss ich doch nochmal kurz. Wo finde ich denn diese Energiepunkte? Hier im Reservoir. Boah, hast du mal einen Energiepunkt für mich? Dankeschön. Und hier, der Tintenfisch hat auch noch einen Energiepunkt für mich, hoffe ich vorbei. Der ist vielleicht. Nee, der Tintenfisch hat auch einen für mich, dankeschön. Und in Hogsmeade gibt es bestimmt auch noch einen Energiepunkt für mich. Wie viel brauche ich? Jetzt habe ich nicht geguckt, wie viele Energiepunkte ich brauche. Weil war ja nicht noch irgendwo jemand bei einer Mülltonne? Da war ja noch einer, der die Stinkpumpe schmeißt. Den vergesse ich immer, weil er neu ist. In Beyond. So, im verbotenen Wald ist noch eine Spinne, die mir einen Energiepunkt gibt. Und dann schaue ich erstmal, wie viele Energiepunkte ich ungefähr noch brauche. Nimm dies! Oh, jetzt sind ganz viele auf einmal umgefallen. Wir schauen, dass dies Melder. Ungefähr zwei noch. Dann gehe ich mal gerade nach Hogwarts. Fang! Hast du einen Energiepunkt für mich? Dankeschön. Und hier sind. Hier hat aber schon jemand durch die Halloween dekoriert. McGonagall, was haben Sie vor? Da muss ich mal kurz reingehen, was McGonagall vorhat an Halloween. Hier drin sieht aber alles gut aus. Na gut. Will nicht länger stören, ich bin ja Alumni. So, danke. So, die müssen dann reichen. Und dann, los geht. Och, nee. Okay, das rote Klassenzimmer von McGonagall hat wahrscheinlich das Spiel zum Abschluss gebracht und da fallen die Skelette wieder um. Sehr schön. Dann haben wir das nämlich gleich trotzdem jetzt geschafft. Und jetzt habe ich noch 3 Energiepunkte. Ah, da sind genau 3, das passt ja. Wir schaffen das, ich melde. Ey, da steht noch einer. Den müssen wir noch platt machen. Und? Arrivederci. Wir haben es geschafft. Das haben wir dir zu verdanken. Und möglicherweise auch ein bisschen Johnny dem Kürbis. Ehrlich gesagt konnte ich ihn nicht wirklich gut sehen, also bin ich mir nicht ganz sicher. Wir werden die Wahrheit vielleicht nie erfahren, aber ich habe mich entschieden, auch weiterhin an Johnny den Kürbis zu glauben.
Claudi, es tut mir wirklich leid. Ich wollte nicht, dass die Dinge außer Kontrolle geraten, sondern einfach nur wieder für ein bisschen Furcht in Halloween sorgen. Das hat auf jeden Fall wunderbar geklappt. Die Smeller, die Skelette waren wirklich furchterregend. Hm. Hätte ich nicht so leichtsinnig gehandelt, wäre ich jetzt wohl ziemlich stolz. Hm. Aber die Tage, an denen ich mit Mächten spiele, die sich meiner Kontrolle entziehen, sind nun gezählt. Vorerst. Plötzlich hört sich ein ganz normales Halloween gar nicht so schlecht an. Da fällt mir ein, dass die Halloween-Feier in Kürze beginnt. Und dabei darf der Verein für die Wertschätzung von Johnny dem Kürbis natürlich nicht fehlen. Schließen wir dieses Skelettkapitel also nun endgültig ab und gehen wir auf die Halloween-Feier. Die Halloween-Feier beginnt. Die sollten Sie sich auf keinen Fall entgehen lassen. Wir sind drin. Und ich hatte jetzt eigentlich mit einer kleinen Kamerafach gerechnet, weil das Spiel so lange abgestürzt ist, dass ich jetzt schon 9 Minuten lang schweigend vor der Kamera sitze. Aber anscheinend ist einfach nur sehr viel hier los mit ganz vielen Schülern, ganz viel Essen auf den Tischen. Ja, es ist ja auch eine Halloween-Feier. Ich habe das schon im Kostüm verloren, mit dem Ismail und ich euch das letzte Mal erschreckt haben. Ich hab sie auch an. Auch ein ordentliches Festmahl kann man keine Feiertage feiern. Machen Sie sich für eine besondere Überraschung bereit. Ja, da bin ich mal bereit, Dumbledore. Hi. Hallo Leute und Happy Halloween. Hm. Hey Cody, da bist du ja. Ismelda wollte uns gerade die Gruselgeschichte von Hogsmeade erzählen. Das ist ein wahres Schauermärchen. Das werden dann wir beurteilen. Dann wollen wir euch die ganze Geschichte erzählen. Und wir können es kaum erwarten zu hören, was ihr davon haltet. Also, nochmal 8 Stunden, das war klar. Zum Glück habe ich genug Energiepunkte. Am Wochenende gefahren, ich habe das Wochenende, ihr habt vielleicht gesehen, ich habe nur noch 10 Stunden Zeit. Ich habe das Wochenende nämlich bei Zimt verbracht. Ja, und deswegen hatte ich so viele... so viele sind es auch wieder nicht, auf eine 8 Stunden auf Kurs sollte es reichen. Die Skelette waren ja vielleicht echt, aber Johnny die Kürbis neben Lehm. So gruselig hört sich das doch gar nicht an. Es waren mehr Skelette, als ich zählen konnte. Hoffentlich hast du mehr Süßes als Saures bekommen, Cody. Ich bin froh, dass die Gerüchte wirklich nur Gerüchte waren. Wir haben diese Skelette erledigt, aber es war wirklich nicht einfach. Bin ich sicher, ob wir wirklich den echten Johnny gesehen haben. Genießen Sie das Festmahl! Die Skelette sind in Dominik Maestros eingefallen. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es Johnny den Kürbis wirklich gibt. Ich hab da noch eine Überraschung im Ärmel. Ich hab Johnny den Kürbis nicht gesehen und hab da so meine Zweifel. Ich wusste, dass der Kitzelwurf wirksam sein würde. Ich glaube, dass uns Johnny der Kürbis vor den Skeletten gerettet hat. Letztendlich sind die Skelette in den verbotenen Wald gegangen. Wir müssen uns um diese Sache keine Sorgen mehr machen. Wir werden nie wissen, ob wir den echten Johnny gesehen haben. Die Skelette waren ja vielleicht echt, aber Johnny der Kürbis nie im Leben. So gruselig hört sich das so gar nicht an. Es waren mehr Skelette, als ich zählen konnte. War jemand von euch zufällig als Johnny der Kürbis verkleidet? Wir saßen nämlich in Dominik Maestros in der Falle. Wir haben dieses Skelett erledigt, aber es war wirklich nicht einfach. Hoffentlich hast du mehr Süßes als Saures bekommen, Cody. Ihr seid also einer ganzen Horde von Skeletten begegnet? Ja, und es ist sogar möglich, dass Johnny der Kürbis dabei war. Das hört sich wirklich schrecklich an. Obwohl ich so meine Zweifel daran habe, dass es Johnny den Kürbis wirklich gibt. Im Grunde konnten wir ihn nicht wirklich gut sehen. An der ganzen Sache ist sowieso keine Märchenfigur schuld, sondern Asik und allein Ismelda. Schwenk zu Ismelda. Schwenk zurück zu Toms. Danke für eure Gruselgeschichte. Jetzt können wir die Party genießen. Komm mit mir. Viel Spaß. Tschüss. Happy Halloween. Zum Glück wissen jetzt alle, dass ich an den Skeletten schuld bin. Ich musste zur Verantwortung gezogen werden. Zum Glück wurde niemand verletzt. Und es hat sich herausgestellt, dass ich jedem Vereinsmitglied ein gruseliges Halloween bereiten konnte. Sogar du hast zugegeben, dass es gruselig war. Es bleibt nur noch zu überlegen, wie ich das nächstes Jahr noch übertreffen kann. Du hast aus dieser ganzen Sache wirklich nichts gelernt. Ismelda, hinter dir! Oh nein, sie sind zurück. Da sind auch die tanzenden Skelette von Dumbledore, oder? Ja. Aha. Bevor dieses Fest zu Ende geht, habe ich noch eine kleine Überraschung im Ärmel, um Ihnen allen eine Freude zu machen.
Ist das nicht Leichenschändung? Ich sag ja nur. Ich meine, siehst du, so setzt man verfluchte Skelette richtig an. Ist hier in Ordnung, ich habe meine Lektion gelernt. Happy Halloween, Cody. Happy Halloween. Ismael da. Und die Quest ist abgeschlossen. Und ich bekomme eine Geige. Oh. Die gucke ich mir aber erst in der nächsten Folge an, weil sonst verliere ich die drei Schokofroschkern an Energiepunkten. Außerdem ist doch so schön, hier halt den Skeletten noch beim Tanzen zuzusehen. Hier, schaut sie euch an, die Skelette. Sie tanzen auch so passend zum Takt der Musik gerade. Ja, hier ist sonst nichts mehr, oder? Nö. Dann gucken wir den tanzenden Skelett noch ein bisschen zu. Und dann sage ich, so zum Abschluss der Folge, gegen Ende natürlich erst, wenn die Skelette noch ein wenig getanzt haben, arrivederci, Avarant, out.